Willkommen im Deutschen Buch- und Schriftmuseum. Wir werden euch heute einen Rundgang geben. Das hier ist eine Nachbildung von einem Stein, in den die Keilschrift eingeritzt ist. Die Keilschrift ist ungefähr genauso alt wie die Hieroglyphen. Ein Beispiel für die Hieroglyphen. Auch auf Papyrus geschrieben und Pergament. Zum Beispiel ein Beispiel dafür ist diese Totenrolle. Mit diesen beiden Schreibgeräten wurde auf diese Totenrollen oder andere Pergament- und Papyrusrollen geschrieben. Im Chinesischen gibt es 80.000 Schriftzeichen, davon werden 2.000 in der Grundschule gelehrt. Das war der Besuch im Buch- und Schriftmuseum.